Hallo alle zusammen zu dieser neuen Folge Java Web and More. Und heute will ich euch ein paar kleine Tipps und Tricks über Eclipse zeigen, weil da kann man sich schon eine ganze Menge Arbeit ersparen, wenn man da so ein paar kleine Funktionen kennt und sie auch mal ein bisschen benutzt. Aber dafür starten wir jetzt direkt in Eclipse. In diesem kleinen Programm möchte ich einfach mal ein paar Planeten erzeugen und dann damit ein bisschen was machen. Aber fangen wir mal an. Als erstes brauchen wir diese Planeten. Dafür können wir einfach eine neue Klasse erzeugen. Das wisst ihr ja wahrscheinlich. New Class. Jetzt nenne ich die mal Planet und kann die direkt erstellen. Jetzt soll dieser Planet eine Position haben. Also ich will public, oder sagen wir private int x für die x-Position und private int y, weil beim zweidimensionalen Bleiben reicht das jetzt. Das sind unsere beiden Koordinaten für die Position. Und jetzt bekommt er noch eine ID, private int ID. So, jetzt würden wir eigentlich anfangen, Konstruktor erstellen, Getter, Setter erstellen, all dieses ganze Zeug. Das kann uns Eclipse aber auch einfach abnehmen, indem wir jetzt einfach rechte Maustaste, jetzt scrollen wir runter auf Source und können zum Beispiel jetzt hier Generate Constructor using Fields anklicken. Das heißt, wir wollen einen Konstruktor erzeugen und dafür möchten wir die aktuell vorhandenen Variablen benutzen. Einmal draufklicken. Jetzt sehen wir hier die Variablen, die wir jetzt benutzen möchten, in unserem Fall alle drei. Jetzt fragt er, wo er sie einfügen soll, also der Konstruktor. Dann, ja, After ID passt. Wir wollen den Public machen, das können wir alles so lassen und OK drücken. Und schon haben wir einen Konstruktor, der die Werte annimmt und dann an die Objektvariablen weitergibt. Jetzt sind die aber alle private, das heißt, wir brauchen nur noch Getter und Setter. Die könnten wir jetzt auch von Hand schreiben oder wir lassen sie generieren. Rechte Maustaste, Source, Generate, Getter und Setters. Draufklicken. Jetzt können wir sagen, für was wollen wir denn überhaupt Getter und Setter haben? Wir wollen einfach mal für alle was haben. Also select all. Okay. Dann haben wir unsere ganze Klasse schon fertig. Wir haben die Getter und Setter erzeugt. Wir haben einen Konstruktor. Das sieht schon mal gut aus. Das speichern wir jetzt ab. Jetzt kommen wir wieder hierhin zurück. Hier möchte ich jetzt die Planeten erzeugen und einfach ein bisschen was damit machen. Die möchte ich jetzt speichern. Also fangen wir mal an. Public Static ArrayList. Und das ist jetzt eine Liste über eben Planeten. Jetzt wird hier gemeckert, dass er ArrayList nicht kennt. Am Mac können wir jetzt Command 1 drücken. Unter Windows ist es, glaube ich, Steuerung 1. Und bekommen dieses Quick-Fix-Menü. Import ArrayList. Zack. Okay. Das heißt, der Import ist auch da. Jetzt brauchen wir erstmal das Array. Das schreiben wir jetzt einfach mal aus. Planeten ist gleich New ArrayList. Planet haben wir auch. Hier fehlen jetzt noch runde Klammern. So, jetzt möchte ich einfach mal ein paar Planeten erzeugen. Jetzt schreibe ich das erstmal einfach hier direkt hier drunter. Also for int i gleich 0, i kleiner, sagen wir mal, wir wollen 50 erzeugen. I++, ganz normale Vorschleife, 50 Elemente. Und dann machen wir jetzt einfach Planeten.addNewPlanet. Und jetzt müssen da ja eben Werte rein in den Konstruktor. Dafür schreiben wir jetzt erstmal mass.random. Und jetzt wollen wir halt nicht zwischen 0 und 1 Zufallszahl haben, sondern sagen wir mal zwischen 0 und 100. Beziehungsweise 99. Dann müssen wir jetzt noch zu Integer casten. Dann geht das auch. So. Das ist jetzt der erste Teil. Zweite Teil. Und jetzt kommt noch eine ID dahinter. Sagen wir mal, wir geben einfach direkt einmal i mit. So, das heißt, dieser Aufruf, wenn jetzt hier die Klammer stimmt, passt auch. Wir erzeugen jetzt also einen neuen Planeten und dann fügen wir den zu der ArrayList hinzu. Jetzt irgendwie ist das aber nicht wirklich selbstbeschreibend. Also wir können das natürlich auch einfach in eine Methode auslagern und die Methode irgendwie nennen FülleArrayList oder so. Das wäre ja eigentlich ganz schlau, aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust, diese ganze Methode selbst zu machen. Ja, brauche ich auch nicht. Kann auch Eclipse für mich machen. Ich markiere jetzt einfach diesen Teil hier, wo ich mir gedacht habe, das könnte auch eine eigene Methode sein. Rechte Maustaste, Refactor und klicke auf Extract Method. Jetzt möchte er einen Methodennamen haben. Den nennen wir jetzt mal Fülle meine Planeten. Jetzt sagt er schon, okay, vermutlich ist es nachher private static void, fülle meine Planeten. Ja, machen wir mal. Okay. Jetzt haben wir also
Die Methode Fülle meine Planeten erzeugt, die wird auch automatisch an der Stelle aufgerufen, wo gerade der alte Quellcode stand. Und die Ausgabe haben wir hier. Das sieht auch schon mal ganz praktisch aus. Das heißt, wir haben das jetzt sauber getrennt und wir haben viel lesbaren Code erzeugt. Erst erzeugen wir jetzt die ArrayList und jetzt haben wir Fülle meine Planeten. Und jetzt möchte ich mir einfach mal die Koordinaten von einem Planet ausgeben lassen. Dafür laufe ich nochmal hier drüber. For Planet, der muss groß sein. Planet P in meiner Liste. Ah, das ist ja Planeten. Da schaue ich jetzt, ob zum Beispiel so ein Eingabewert, also if p.getID gleich, sagen wir mal, 5. Und dann gebe ich einfach, wenn ich jetzt die ID 5 habe, die Werte dafür aus. Also, jetzt könnte ich natürlich ausschreiben system.out.println oder ich nutze die Template-Funktion und tippe jetzt sysout. Am Mac drücke ich jetzt Steuerung Leertaste, ich glaube am PC, unter Windows ist es auch so. Und erfüllt automatisch das sysout zu system.out.println aus, was schon mal sehr praktisch ist. So, jetzt habe ich also die Ausgabe und schreibe jetzt hin x get, also p.get x, also die Ausgabe davon. Und dann habe ich jetzt einen Trennstrich, ein y und jetzt kommt die y-Koordinate, also p.get y. Okay, das heißt eigentlich, wir laufen jetzt über die Planeten, suchen den mit der ID raus und geben dann das aus. Aber irgendwie ist auch das nicht schön lesbar. Was mache ich denn da? Also ich könnte natürlich jetzt einfach erstmal Folgendes machen. Ich könnte zum Beispiel sowas machen wie int ID des Planeten und die sage ich jetzt erstmal 5. So. Sollte man generell machen, wenn man solche Sachen hat, einfach mal benennen. Dann wird das auch ein bisschen lesbarer. Jetzt gebe ich das mal da ein. Ist das besser? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber auch noch nicht toll. Ja, wir können auch das jetzt wieder extrahieren. Und zwar wie folgt. Markieren. Rechte Maustaste. Refactor. Extract Method. Und jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt ist es ja so, dass wir hier eine Variable benutzen, nämlich ID des Planeten, die nicht mehr in der Methode ist. Und die wird automatisch durch Eclipse als ein Eingabeparameter eingesetzt. Deswegen haben wir jetzt hier Private Static Void Extracted, momentan der Name, der prototypische Name, mit dem Eingabeparameter ID des Planeten. Jetzt nenne ich das Ding Drucke Koordinaten. Und das den Rest lassen wir mal so. Drücken OK. Jetzt haben wir automatisch eine Methode erzeugt, die steht jetzt hier drunter, drücke Koordinaten mit Eingabeparameter ID des Planeten. Und wir können durch Ändern von dieser Variable jetzt einstellen, welche Koordinaten wir ausdrucken. Und dieses ganze Handling von, da muss eine Methode sein, wir brauchen die und die Eingabeparameter, auch Ausgabeparameter werden selbstständig von Eclipse dann erkannt. Und entsprechend ist das dann eben zum Beispiel nicht mehr Void, sondern wenn wir da was zurückgeben, eventuell String. Das ist super praktisch und wir können es jetzt auch ausführen und zeigen, dass es funktioniert. Das heißt, ich starte es jetzt mal und wir sollten dann also gleich, da sind die Koordinaten von dem Planeten 7, die werden dann einfach ausgegeben. Und so kann man eben mit Eclipse allein durch die Funktion für Refactoring und halt die Code-Vervollständigung und automatische Code-Generierung für Getter, Setter, Konstruktor und so weiter, kann man sich super viel Arbeit ersparen und es ist sehr praktisch, wenn man diese Sachen halt beherrscht. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und bis zum nächsten Mal.